Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Wir haben beim letzten Mal Kapitel 2 abgeschlossen und meine Güte, hat Gabriel Scheiße gebaut, ohne es zu wissen zugegebenermaßen. Aber das war nicht nett, was er der Claudia da angetan hatte. Und ich habe natürlich nochmal, wie ich es auch schon bei Kapitel 1 gemacht habe, die ganzen Level nochmal gespielt, um diese Zusatzmissionen zu erfüllen und auch die ganzen Gegenstände einzusammeln, die ich habe liegen lassen. Und da waren einige doch schon ziemlich heftige Aufgaben dabei. Und da war, den Schwarzen Ritter zu besiegen, ohne Lichtmagie einzusetzen, wahrscheinlich noch eine der einfacheren gewesen. Das Heiligtum der Titanen habe ich nicht geschafft. Das ist genau wie mit dem Eisgolem oder Eistitan, wie auch immer er hieß, am See des Vergessens gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie man es so schnell schaffen soll mit der Zeit. So, was haben wir noch? Achso doch, ich habe da mal einen Tipp gelesen. Genau, das habe ich bloß nicht ausprobiert, weil mir das zu doof war. Man soll so einen Kristall einsetzen gegen den Titanen, dann geht's wohl viel, viel schneller. Finde ich aber irgendwie doof, dass man auf sowas zurückgreifen muss dafür. Na gut, was hatten wir noch? Eingang des Heiligtums. Ach ja, genau, ach ja. Das war die Mission, in der wir die 4 Splitter sammeln mussten für Claudia. Und dort war die Aufgabe, 20 neutrale Energiesphären gleichzeitig zu absorbieren. Naja, ich sag mal so, vermutlich habe ich nicht die richtige Stelle dafür gewählt. Ich habe mich dafür entschieden, an der Stelle, wo man gegen die 3 höheren Lykanthropen kämpft, diese Sphären einzusammeln. Und es hat mich zur Weißglut getrieben. Ich bin bald wahnsinnig geworden dabei. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, wahrscheinlich wäre es viel einfacher gewesen, das Ganze beim Kampf gegen den Troll kurz vor dem Schluss des Levels auszuprobieren. Naja gut, was soll's. Was hatten wir noch? Gut, ohne auf einen einzigen Gremlin eine Griffattacke anzuwenden, ist jetzt nicht so kompliziert. Man muss sich halt bloß konditionieren, nicht auf die Taste zu drücken. Ohne Schattenmagie zu benutzen, ist auch nicht so schwer. Die kleinen Trolle mit dem großen Troll töten, ist nicht das Problem gewesen. Eingang des Labyrinths, 5 Warzenschweine töten, auch nicht so schwer. Aber hier, auch eine Sache, bei der ich keine Ahnung habe, wie man es schaffen soll. Schließe den Level ab, nachdem du mindestens 10 Feinde getötet hast, während du von Spinnengift vergiftet warst. Die unterirdischen Höhlen war der Ort, an dem wir die Spinnen zum ersten Mal getroffen haben, die Riesenspinnen. Und ab und zu vergiften die ja. Die Sache ist bloß, es gibt in diesem Level nur eine einzige Spinne, die zusammen mit anderen Gegnern auftritt. Und zwar mit niederen Lykanthropen. Und diese Spinne vergiftet einfach nicht. Ich habe es tausende Male probiert, diese Spinne vergiftet mich ums Verrecken einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man es machen soll, ganz ehrlich, es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Gut, und im verzauberten Wald 30 Goblins mit ihren eigenen Granaten töten. Wenn man einmal weiß, wie es geht, es gibt nämlich verschiedene Methoden, an diese Granaten ranzukommen, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Gut, aber jetzt wollen wir uns natürlich aufmachen zu Kapitel 3. Es soll weitergehen ins Reich der Lykanthropen oder der Lykaner, wie auch immer, denn wir wollen den ersten Fürsten des Schattens platt machen oder der Schatten. Und wir sehen, es sind nicht viele Level in diesem Kapitel. Fangen wir doch einfach mal an mit die 3 Türme. Ich kenne bloß die 2 Türme eigentlich und das gehört nicht in diese Welt rein. Aber egal, schauen wir doch mal, was es mit die 3 Türme auf sich hat. Ich hoffe, wir können ziemlich bald den ersten Fürsten verprügeln gehen. Und zwar richtig hart. Dreams are a gateway to the mind. And now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his weariness. The many sleepless nights since his love was taken from him. The fear of falling into sleep. The nightmares that haunt him have all played their part. Did he murder this poor girl? Or is there some other explanation? Doubt gnaws at him now, eating his very soul. The golem protected this child for centuries, loved her dearly, and there was no way he would have let Gabriel live, yet alone give up the gauntlet. Few men could continue. Most would abandon the quest, but something deep inside forces him ever onwards. A dark force has taken hold, and all creatures of the night will come to fear him now. Klingt ja nicht so positiv, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass er eigentlich der Krieger Gottes werden soll, dass er da von einer dunklen Macht ergriffen wurde. Und das Mädchen wurde über Jahrhunderte beschützt von ihm. Wie alt war die Tante eigentlich? Naja, wer weiß. Hier ist es aber hübsch. Und ich glaube, wir werden gleich mal den Handschuh ausprobieren dürfen, oder? Genau, dunkler Handschuh.
Dieses technische Meisterstück der agathianischen Magierschmiede war ursprünglich nicht für den schwarzen Golemritter vorgesehen, wurde aber in der letzten Fertigungsphase auf magische Weise irgendwie mit dem Konstrukt verschmolzen. Claudias Vater fügte es wegen der enormen Macht und der brachialen Gewalt hinzu, die der Golem dadurch erhielt. Er hielt es für notwendig, um sein geliebtes Kind zu schützen. Doch in Wahrheit dient es einem viel dunkleren Zweck. Okay. Schauen wir doch mal. Gut, ich muss mich erstmal ganz kurz wieder eingewöhnen, weil ich jetzt doch schon eine ganze Weile nicht wieder gespielt hatte hier. Das ist immer das Problem, wenn man mehrere Spiele auf dem Controller spielt, bei denen die Steuerung sich nicht so gewaltig unterscheidet, aber die Tasten dann eben noch vertauscht sind. Dann muss man nochmal ganz kurz alles rekapitulieren. Okay, ich glaube, es sollte laufen. Wird schon passen. Also, was muss ich tun? Du könntest diese Statue mit der Macht des Handschuhs verschieben. Halte LT und drücke X. Geht klar. Oh! Mach mal Bam! Bam! Wie zuvorkommend von der Mauer da ausgerechnet so wegzubrechen. Sehr freundlich. Mann, ich bin schon wieder in der falschen Steuerung gefangen. Tut mir leid. Ich spiele ja auch nebenbei noch Final Fantasy Type-0 und da gibt es im Prinzip ähnliche Funktionen für die Charaktere, nur dass die eben komplett anders verteilt sind auf dem Controller. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Wow, du Sacksicht. So, machen wir mal eine kleine Matschparade hier mit den niederen Lykantropen. Lebt er noch? Nein, natürlich nicht. Allerdings klingt die Musik noch, als ob es weitergehen würde. Noch mehr Spielkameraden? Nein? Schade eigentlich. Ah, ich sehe gerade, hat der Handschuh zufälligerweise unsere Schattenmagie komplett entleert? War das jetzt der Fall? Kann ich das auch so machen? Ja, kann ich. Nö, hat es nicht entleert. Okay. Wollte ich bloß mal testen, weil die gerade auf Null war, aber das kann auch sein, dass ich einfach beim Durchspielen dazu gekommen bin, dass sie dann leer war. So weit kannst du aus eigener Kraft nicht springen. So, das habe ich auch schon gemerkt. Gut, kann ich denn hier wieder mit dem Handschuh irgendwie agieren oder müssen wir woanders lang? That's the question. Ich meine, es muss ja einen Grund geben, dass wir hier unsere Magie wieder aufladen können. Ah, hier drüben geht's noch lang. Siehst du mal. Achso, da kommen wir bloß wieder zurück. Na, wenn das so ist, lass doch einfach den Handschuh noch ein zweites Mal ausprobieren. Du musst unter Umständen Schattenmagie und Handschuh in Kombination einsetzen. Oh. Alles klar. Nice. Okay. Und jetzt geht auch die Kämpferei weiter. Nicht. Ah, shit. Ich habe schon wieder die falsche Taste drücken wollen zum Ausweichen. Ärgerlich. Nicht doch. Ganz so plump wollen wir hier doch nicht kämpfen, hm? So, ich lade noch mal kurz ein bisschen auf. Kann nicht schaden. Gut, und dann können wir auch weiter. Übrigens sind meine Anzeigen für Licht- und Schattenmagie beide ein bisschen hochgegangen. Ich habe bei beiden ein komplettes Medaillon vollgekriegt mittlerweile. Ah, sehr gut. Das sieht doch praktisch aus. Von wo aus kann ich denn hier dran hüpfen? Okay, alles klar. Dann lass uns weitermachen. So, die Frage ist, für welchen dunklen Zweck wurde das Ding denn konstruiert? Das ist noch nicht so ganz klar. Ich vermute aber, wir werden es noch rausfinden, denn ich vermute, dieses Level wird wohl komplett dazu dienen, in den Handschuh eingeführt zu werden. Ist das jetzt ein kompletter Kristall? Scheinbar. Okay, gut, bin dabei. Hat es vielleicht das mit den Kristallen zu tun und einer Dämonenbeschwörung oder sowas? Ist das möglich? So, schauen wir uns doch mal die Schriftrolle an.
Diese zerfallene Zivilisation zeugt vom größten Erfindungsreichtum der Menschheit. Es stimmt mich traurig, dass all die Geheimnisse, die hier verborgen liegen, bald auf ewig verloren sind und viele von ihnen im pelagischen Ozean versinken werden. Der Einfluss des dunklen Fürsten ist hier deutlich spürbar. Und Waage, Werwölfe sowie Lykaner durchstreifen jeden Winkel des Landes. Ich muss mich an diesem Ort flink und lautlos bewegen, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Was den Zauber betrifft, der unsere Welt von den Himmeln getrennt hat, habe ich nichts herausfinden können. Doch eines wird mir immer klarer. Die Fürsten der Schatten müssen sterben. Sehe ich ähnlich, mein Freund, sehe ich ähnlich. Oh, ich sehe schon, wir müssen hüpfen. Eine kleine Jump'n'Run-Einlage mal wieder. Oh, das war aber knapp. Gehen wir doch erstmal kurz hier hoch. Oder müssen wir da runter? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Aber sowas von. Okay, da werden wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen zurückklettern müssen, so wie es aussieht. Oder wie kommen wir denn da oben ran? Kann ich hier noch höher klettern? Nein, ne? Schade eigentlich. Muss ich mal in einem Replay dann ergründen, wie ich da dran komme an das andere Ding. Werde ich jetzt aber erstmal außer Acht lassen. Weil es wahrscheinlich zu lange dauern würde, das rauszufinden. Imposant. Lass mal die Vase ficken hier. Oh, hallo. Gar nicht mitgekriegt, dass du kamst. Habe ich auch gerade keine Taste gedrückt hier beim Quicktime-Event. So, meine Freunde. Wie sieht's denn aus? Zeit für ein bisschen Gruppenspiel-Action hier. Hä? Alle mal ein bisschen auf die Fresse kriegen. Jeder von euch kriegt was. Ich lasse niemanden noch außer Acht. Komm, neue Runde. Neues Glück. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Es ist genug für alle da. Siehste. Und keiner muss vordrängeln und pumpig werden. Oh, du Sackgesicht. So, da zermatscht es ihn. Was denn jetzt? Hallo? Was ist denn das Grüne hier? Mag mich jemand darüber aufklären? Was ist das? Egal, ich würde sagen, wir hauen einfach mal alle zu Klump, die dieses grüne Zeug um sich haben. Wird vielleicht besser sein so. Ah. Na, 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 na. Die machen auch nichts mehr, wenn sie in diesem Stadium sind, ne? Oh, shit. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass ich kein Leben mehr habe. Das ist natürlich schlecht. Ich sollte ab und zu auch mal schauen, wie es mit dem Leben aussieht. Aber ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich an niederen Lykantropen nochmal sterben könnte. Das ist ja ein bisschen peinlich, muss ich sagen. So, wie könnte ich denn da oben rankommen, ist die Frage. Kann ich hier links rum vielleicht? Nee, ne? Echt keine Ahnung, wie man da rankommt. Mysteriös. Aber was willst du machen? Jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um das rauszufinden. Es sei denn, wir können nach links und rechts. Nee, können wir nicht, ne? Nee. Naja. Lass uns einfach weiterziehen. Und unser Glück nochmal versuchen bei den Werwölfen. Ich muss ja sagen, der Checkpoint war jetzt nicht so freundlich gesetzt hier. Zumindest die Kletterpartie hätten sie uns ja ersparen können dabei. Ich drück mal die Szene weg gleich. Lass uns loslegen! Kommt schon, ihr Schweine! Diesmal verhau ich euch ohne Ende! Hallo? Werwölfe? Ja, ich wollte schon sagen, ihr habt euren Einsatz irgendwie verpasst. Kann das sein? So, ich glaube, ich setze die
Lichtmagie auch direkt mal ein, denn ich sehe gerade, mein Leben sieht mal gar nicht so gut aus, schon von vornherein. Das ist ja kein Wunder, dass ich hier verrecke bei denen. Gut, reicht schon, reicht schon. Wir müssen ja nicht die komplette Lichtmagie aufbrauchen. Ah, das sind aber auch viele, ne, die hier ankommen. Nicht doch. Warte mal. Du willst dich mit mir anlegen, hä? Ich leg mich mit dir an. Und ich reiß dir den Arsch auf, mein Freund. Ganz gewaltig. Siehste? Okay, trotzdem die Frage, was war dieses Grüne, was jetzt wahrscheinlicherweise gleich wiederkommen wird? Irgendwie... Da kommt's wieder, genau. Das sind Schmetterlinge. Warum zur Hölle werden die von Schmetterlingen umflogen? Ich meine, Werwölfe und Schmetterlinge sind eher eine seltene Kombination. Habe ich so zumindest noch nicht gesehen bisher. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der übelste Werwolfsexperte und auch kein Schmetterlingsexperte. Vielleicht haben die Werwölfe irgendein Pheromon in sich, das Schmetterlinge anzieht und rollig macht. Aber ich vermute mal eher nicht. So, das sieht doch schon viel besser aus als vorhin. So viele Sphären, die hier rumfliegen. Ist das nicht schön? So, jetzt scheint es doch endlich mal zu dem Ende zu kommen hier. Ja. Ach, das sind keine Schmetterlinge, das sind Feen. Okay. Und die haben uns geholfen, indem sie die aufgehalten haben. Das ist natürlich nett. Sympathische kleine Helferchen, du hast den Feenbehälter. Suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Okay. Warum nicht? So, gib mir mal die Schriftrolle. Schauen wir mal rein. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Lykaner vernichten, und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach in einer Zunge, deren ich nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder eine solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, dann in dem Wissen, dass ich Dinge gesehen und erlebt habe, die keinem anderen vergönnt waren. Und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die verheißene Belohnung wirklich existiert. Wenn dir das reicht, ist doch schön. Man muss ja nicht immer große Ziele im Leben haben. Reicht doch mal, damit glücklich zu sein, dass man eine Fee gesehen hat. Warum nicht? So, ich denke mal, sonst wird es hier draußen wohl nichts mehr geben. Schauen wir mal hier drinnen nach. Okay, mal wieder ein bisschen was zum Aufladen. Ich vermute, wir dürfen gleich wieder unseren Handschuh einsetzen. Ist das möglich? Ist das possibel? Irgendwo, vielleicht. Da oben gibt es auf jeden Fall was. Ah, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier Sachen einreißen muss, aber in Ordnung. Zuvor sammle ich aber erst nochmal ein bisschen hier. Ich lasse die doch hier nicht einfach so liegen. Achso, das ist gar nichts zum Sammeln hier. Das ist wieder so ein Ding zum Drehen. Schauen wir mal, was sich öffnet. Ich vermute, es kommen gleich wieder Gegner an, wenn ich hier drehe, oder? Nein? Okay. Dann nicht. Ich weiß bloß nicht. Lass erst mal kurz. Wir gehen erst mal ganz kurz hier auf diesen Vorsprung. Das schauen wir uns erstmal näher an. Ich glaube, das scheint nämlich der richtige Weg zu sein, da um im Level weiterzukommen, wenn wir da drüben reingehen. Während es hier vielleicht noch irgendwas Nettes für uns gibt. Ja, natürlich. Hier gibt es noch was zum Sammeln. Ist das nicht schön? Auch noch ein Lichtmagiestein. Wunderbar. Ah, hier kann ich gar nicht runterspringen. Das ist aber schade. Hops. Dann gehen wir eben auf dem Weg wieder zurück.
So, auf nach unten. Und jetzt können wir doch mal diesen seltsamen Ort hier betreten. Von dem ich noch nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Ist das jetzt noch agartanische Baukunst oder ist das schon irgendwas anderes hier? Auf jeden Fall glaube ich, wir können da mit dem Handschuh gut dagegen hauen davon. Noch mehr Wölfe? Na kommt. Traut euch. Ah, Mann, komm. Dass der erst so spät mit dem richtigen Flächenangriff dabei anfängt, ist nervig. So, meine Kleinen. Einmal her mit der Magie. Der Kristall ist bereits vollständig. In Ordnung. Brauchen wir den hier denn zufälligerweise? Du musst drei Feen finden, um diese Tür zu öffnen. Ach so. Heute also mal die Feen. Na gut, wenn ihr meint. Feen habe ich bisher noch keine gefunden in den Wölfen drin. Weiß ich auch nicht, ob die öfter mal Feen fressen, dass man die dann aus den Mägen von denen rausschneiden kann. Aber schauen wir doch mal. So, hier hat sich auch schon wieder mit dem Kämpfen. Das ging schnell. Müssen wir hier zufälligerweise mit einem Wag klettern? Ich dachte es mir fast. Okay, dann lass mal hier runterspringen. Insofern das geht. Nein, geht nicht. Kann ich denn hier irgendwo nach unten springen und dann eine Runde mit einem Wag kämpfen? Ringen? Was auch immer. Wahrscheinlich hier vorne, oder? Wird mich jetzt ein Wag penetrieren, wenn ich jetzt wieder auf die richtige Fläche gehe? Jetzt, wo ich weiß, dass ich einen brauche? So läuft das Spielchen doch eigentlich immer, ne? Ach, hier hat jemand zugemacht. Das finde ich aber frech. Das finde ich ja gar nicht mal so nett. Gehen wir doch einfach hier lang. Machen wir uns das Leben nicht schwerer, als es ist. Ha, da ist auch schon unser Wag. Das ging schnell. Auf ziemlich engem Raum, muss ich sagen. Na, aber... Habe ich dir was getan? Komm schon. Schön lieb bleiben, Hasso. Nein, 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 nein. Da stehe ich nicht so drauf, mein Freund. Hier, ins Gesicht. So, einmal kurz die Sphären eingesammelt, bevor sie zerfallen. Ah, hat nicht gereicht von der Entfernung her. Schade. Nee. Na, aber nicht doch. Das lief irgendwie schon besser. Aber ich muss auch zugeben, ich bin halt ein bisschen aus der Übung. Ah. Nervig. Es sollte trotzdem noch reichen, um den Typen klein zu kriegen. Ich denke mal, so viel Können ist noch verblieben bei mir. Man muss ja nur gut ausweichen eigentlich. Siehst du, da haben wir es doch schon. Drauf auf das Tierchen. Und damit können wir mal wieder ein bisschen reiten gehen. So, Reitstunde mit dem Wagchen. Mit dem Wergchen. Ich weiß gar nicht, wie man den verniedlichen soll. Ich glaube, einen Wag kann man einfach nicht verniedlichen. So, und ran hier drüben. Zu freundlich von dir, dass du die Kletterpartie mitmachst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf dem Sitzen bleiben sollen, aber ich glaube, wir brauchen ihn nicht mehr, oder? Lass ihn einfach mal erwürgen. Im Zweifel erwürgt dein Reittier immer, wenn du es nicht mehr brauchst. Ist auch eine Regel fürs normale Leben. Wenn ihr ein Reittier nicht mehr braucht, erwürgt es, natürlich. Und auch so, ich meine, Pferde werden ja auch immer mit Stachelketten dressiert, ne? Ah, komm! Ernsthaft? Habt ihr keine Hobbys, dass ihr mich hier auf der Brücke anfallen müsst, hä? Da drüben leuchtet irgendwas, sehe ich gerade. Ein bisschen nervt schon hier gerade.
Na. So, jetzt haben wir zumindest schon mal die alle weg. Aber ich war noch nicht mehr in dem Kreis drin davon, in dem Radius. So, dann wollen wir dem Kleinen mal auf die Fresse hauen. Und zack. Jawoll. Ah, shit. Kurz eingesammelt zwischendurch hier. Und drauf. Hihihihi. Bist reingefallen. Was war das denn? Bist du in Hüpflaune, ja? So, das dachte ich mir doch fast, dass du sowas mal wieder ausprobieren willst. Ich sammle kurz und dann breche ich mal wieder ein paar Kiefer. So, lass treten. Ha! Sehr gut.